A tree. Okay, dann setzen wir Aufschlagen ein und machen erst einmal ihre Spinne zu Staub. Jetzt kommt Krebons. Und direkter Angriff gleich. Okay, die spielen wir noch nicht, die heben wir uns auf. Da, 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 da. Ah, ich liebe die Musik. Pokémon, Black and White, die Cynthia-Musik. Aha, okay, Krebons hat den Effekt, wir zahlen 800 Lebenspunkte und können den Angriff annullieren. Den haben wir schon mal eingesetzt, nehme ich mal an. So, aber es ist ein Empfängermonster und das müssen wir uns aufsparen. Bei mir wurde gerade was geladen, glaube ich. Habt ihr wahrscheinlich gesehen, ne? Ziehen, 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 Angriff. Was denn jetzt? Es leckt bei mir ein bisschen. Ah, oh Mann, es öffnet nicht mir. Es ist wieder Java. 3 Sterne. 2 Sterne, 5 Sterne. Holen wir uns magischer Android. Ah ja, den Effekt kann man noch aktivieren, genau. Der kriegt 300 Angriffspunkte, genau. Wenn eins beschworen wird. So. Und jetzt rufen wir uns magischer Android. Synkobeschwörung. Oh ja, ich muss aufpassen. Die hat bodenlose Fallgrube in ihrem Deck. Und andere fiese Fallen. Ich will jetzt nicht angreifen. Das wäre ein bisschen, wie soll ich sagen, riskant. Wir können eh nicht angreifen. Also von daher gibt es gar keinen Sinn. Und wir kriegen 700 Lebenspunkte. Ne, 600. Pro Psi-Monster auf dem Spielfeld. Und magischer Android ist ein Psi-Monster. Das heißt, wir kriegen 600. Wenn wir psychischer Commander spielen, dann kriegen wir 1200 Life Points pro Runde. So, ui, der Rechner. Rechnen. 1, 3 mal. 3 mal, 3 mal 7 ist gleich 2100. Okay. Wir können erst angreifen, wenn die Karte zerstört wurde und die ist denn Ende meines nächsten Zuges zerstört. Ach, jetzt kriegen wir Life Points, genau. Jetzt läuft momentan die Musik der Top 4 aus Black and White. Ich habe sehr viel Black and White Musik drin. Okay. Ui, ui, ui. Na, setzen wir die gleich ein. Auf ihre Spinne. Jetzt will ich es ein bisschen riskieren. Kann es aber sein, dass die reißende Attribute in dem Deck habe. Das ist mir egal. Ah. Naja, jetzt kriegen wir 1200 Life Points. Deswegen habe ich den noch beschworen. Yeah, jetzt haben wir 8800. Na, was kommt jetzt? Na, dachte ich mir, dass sie das macht, aber... fiese Falle, Verstärkung. Unser Monster kriegt 500 Angriffspunkte. Und ist damit stärker als ihres. Und sie zerstört ihr eigenes Monster. Ach, aber sie kriegt eine 10-Marke, weil ein Pflanzenmonster zerstört wurde. Und jetzt kontrolliert sie ein Monster von uns. Aber nur bis zum Ende des Zuges. Scheiße, die kann sie als Synchro verwenden, aber nicht, wenn wir es als Synchro verwenden. Nee. Okay, was machen wir denn jetzt? Ich könnte den... Oh, der hat 3000 Angriffspunkte. Hoho, nicht schlecht. Naja, wir müssen eigentlich nur angreifen, ne? Und dann haben wir schon gewonnen, glaube ich, oder? Nö. Dann setze ich mal die hier. Und ich greife einfach mal blind an. Ah!
Spiegelkraft. Das ist die Karte, die wir im... Ja, die wir vor zwei Parts, glaube ich, gezogen haben. Oder im letzten Part. Ich weiß nicht genau, wie das jetzt mit... Ich glaube eher im letzten Part. Naja, aber die darf man nur einmal im Deck haben. Das heißt, wir können jetzt Ah, Telefon, was ist denn jetzt los? Ich mache mal kurz Pause gleich. Oh Mann, schon wieder ein verschissener Telefonstreich. Da ist dauernd so ein Unbekannter, der ruft ständig bei uns an und legt dann sofort wieder auf, wenn ich annehme, ey. Das nennt man Pussy, wahrscheinlich so ein Drittklässler oder so. Gut, jetzt können wir eine Zauber- oder Fallenkarte auf dem Spielfeld zerstören. Der Weltbaum könnte ein bisschen gefährlich werden, deswegen mache ich den mal kalt. Der Effekt von dem habe ich zwar vergessen, aber ich weiß, dass die gefährlich ist, die Karte. Ich mache mal wieder lauter. Okay. Ah, ne. Das hätten wir auch mit dem, glaube ich, oder? Nee, doch, hätten wir. Naja, jetzt kriegt er zwar nur 300 Lebenspunkte Jetzt kriegt sie zwar nur 300 Lebenspunkte abgezogen, aber der ist im Angriffsmodus, also können wir eh gleich und den. Können wir eh gleich angreifen. Jetzt greift sie wahrscheinlich die Wurmapokalypse an, nehme ich an, oder? Jawohl, tut sie. Ist aber nicht tragisch, 100 Life Points können wir schon tolerieren. Pokal des Asses, wollen wir es riskieren? Ich riskiere es. Yeah, zwei Karten für uns. Pimpen wir mal unser Monster auf. So, zack. Kriegt 400 Angriffspunkte und geht durch Verteidigung. Angriff! Boah, es gibt Schaden. 1850. Und Ende der Phase. Das nennt man Endphase. Nein, unser Monster wird aus dem Spiel genommen, weil Urknallkanone vom Spielfeld entfernt wird. Das ist mir schon im letzten Duell passiert, wo ich glaube ich gegen... Ja, da habe ich offscreen gegen Tank, glaube ich, gespielt, wo ich den Spielstand wiederherstellen musste und hatte diesen Trick auch verwendet mit... Wie heißt die Karte? Riesentronade. Haben wir einen normalen Monster auf dem Friedhof? Nein, haben wir zwar nicht, aber egal. Bevor die auf unserer Hand verreckt, die Karte lassen, spielen wir sie gleich. So, magische Störung haben wir gezogen. Was haben wir verdeckt gelegt? Achso, Micha, hier sind... Ja, decken wir es gleich auf, bevor wir es opfern. Die Musik hatten wir gerade eben, ne? So, jetzt bitten wir Michael seines Tribut für Grandmark, der Steinmonarch oder Felsmonarch. Ja, Spielverderberin. Es wird uns am... Das sah gerade aus wie eine Arschbacke, habt ihr das gesehen? Spurt sie mal ein bisschen zurück, dann sieht es aus wie eine Arschbacke. Okay, okay. Immer ruhig bleiben, Kevin. Ruhig bleiben. Noch ein Mechahäschen, okay? Wir könnten es jetzt spaßeshalber verstärken, mache ich aber nicht. Damit hat sie nur noch eine bodenlose Fallgrube im Deck. Aha, okay. Aber wir können noch eins beschwören, ne? Durch den Effekt von Micha Bunny. Oh, you got me. Ne, Quatsch, Frauenstimme. Oh, you got me. Jetzt. So, jetzt sind wir zwar bis zu unserer nächsten Runde geschützt, aber
Wir müssen ein Monster mit 1500 Angriffspunkte, glaube ich, ziehen. Damit wir seinen Baum. Ihr Baum, ich sag immer seinen, sowas. Scheiße, scheiße. Da fällt mir was ein. Machen wir erst einmal das hier. Da wir mehr Lebenspunkte haben als sie, wird die Grund-ATK zu 1000. Da kriegen wir nicht ganz so viel Kampfschaden. Aber wenn wir müssen aufpassen, wenn unsere Lebenspunkte niedriger sind als ihre, werden die Angriffspunkte ihres Monsters zu... Ach so, jetzt macht sie eine Synchro. Naja, okay. Naturia, Beast. Ungeheuer. Naturia Ungeheuer. Oh man. Naja, es sind nur 400. 400 ist noch zu ertragen, ne? Okay. Oh Mann, Raigeki-Brecher. Naja. Ich glaube, ich schmeiße den Schöpfer ab. Aus einem Grund, weil wir zwei Monster brauchen und die Okna-Kanone können wir jederzeit verwenden. Deswegen werfe ich jetzt den Schöpfer ab. Und mache ihr Synchro-Kalt. Wir kriegen zwar immer noch 400, aber drauf geschissen. Next player turn. Schildstoß, super. Immer noch kein scheiß Monster. Was kommt jetzt? Ach komm, willst du mich nerven, du Schlampe? Hässliche Schlampe. Wir ziehen kein gescheites Monster. Wir brauchen jetzt ein richtig gutes Monster wie finstere Valkyrie. Was ist das für eine Karte? Oh, da kann ich nur den Effekt einer Zauber- oder Falle annullieren. Was kommt jetzt? Aha, okay. Okay. Das heißt, wir haben nur noch 700. Oh. Komm schon, Herz der Karten! Leute mich! Ja! Keine bodenlose Fallgrube. Sonst. Ah! Wobei, wir können den Effekt annullieren. Also, ha! So, fick dich, du Huren. Jetzt wollte ich schon Huren sagen, ne? Diesen Ausdruck da. Aber, ja. Sie denkt so, ist ihr Baum wäre cool. Was? Achso, nur bis zur Endphase. Okay, dann können wir noch überleben. Etwas Kies und ich muss angreifen. Und zwar muss ich ihr Synchro-Countdown machen, sonst ruft sie den Synchro-Mods und macht uns alle. Okay. Jetzt wird es nochmal richtig spannend am Schluss. Okay. Okay. Jetzt will sie uns aber echt nerven. Wisst ihr was? Wir haben das verloren. So, spulen wir vor. Da. Unsere erste Niederlage. Ja. Okay, fick dich, Bitch. Suchen wir uns einen anderen. Der hat ein fieses Deck, aber ich will mal gegen sein Deck antreten. Just for fun. Wir brauchen eh nur Kohle, also wir können ruhig verlieren mit Niederlagen kriegen wir weniger Geld, aber mit Siegen kriegen wir mehr Geld. Reise nach Ägypten heißt es auf Deutsch, das weiß ich, ich kenne sein Deck. Sein Deck ist echt ein Killer. So. Ja!
Twin Barrel Dragon, die heben uns auf.